Die Mexikaner sind stolz auf ihre Heimat, stolz auf die Region, aus der sie kommen. Vor allem im Bundesstaat Chihuahua ist man stolz, denn dort ist Mexikos einziger Personenzug zu Hause. Geplant war die Strecke quer durch den Norden des Landes für einen lukrativen Güterverkehr zwischen den USA und der Pazifikküste Mexikos. Doch als sie nach mehr als 60 Jahren endlich fertiggestellt war, gab es für Frachten längst schnellere Wege. Seitdem fahren zwischen Sinaloa und Chihuahua regelmäßig Personenzüge über die wilde Sierra Madre. Die Linie Chihuahua al Pacifico, kurz Chepe genannt, zählt zu den spektakulärsten Reiserouten der Welt. Der Fischerort Topolobampo hat als Bahnstation nie eine wichtige Rolle gespielt. Als 1897 mit dem Bau der Linie begonnen wurde, sollte an der mexikanischen Westküste ein Welthafen entstehen, sogar für Schiffe aus Fernost. Doch diese Dimension wurde nie erreicht. Vor Anker gehen hier nur wenige Tank- und Frachtschiffe und die Fähre von Baja California. Und nur ab und zu fährt ein Güterzug den Hafen des romantischen, aber vergessenen Flecken an. Für die Bewohner Topolobampos und Besucher bleiben nur Bus und Pkw. Schon um 6 Uhr früh ist 20 Kilometer landeinwärts im Bahnhof von Los Mochis der Primera Express, der Chepe erster Klasse, nach Chihuahua aufgebrochen. Jetzt, kurz vor 7, warten vor allem Rucksacktouristen und Einheimische auf den Chepe zweiter Klasse, die Klasse Economica. Die meisten Bewohner der unwegsamen Sierra Madre nehmen lieber den Zug als den Bus. Mit unserer Ermäßigungskarte von Chepe und vom Staat fahren wir günstiger. Normal kostet es bis Chihuahua über 900 Pesos, mit Karte sind es nur 245. Der Zug ist billig, sicher und schnell und für uns eigentlich das einzig mögliche Transportmittel. 55 Euro kostet die ganze Fahrt. 15 Euro mit Rabatt. Die Sitzplätze werden zugeteilt. Jeder Waggon ist einem bestimmten Zielort zugeordnet. Los Mochis, Kilometer 920. Gerechnet wird von Ojinaga her an der Grenze zu Texas. Dort war einst der östliche Ausgangspunkt der Linie Chihuahua al Pacifico. Wie Topolobampo im Westen spielt er für den Personenzug keine Rolle mehr. 650 Kilometer beträgt die Reisestrecke des Chepe. Von Los Mochis in Sinaloa bis Chihuahua in Chihuahua. Das bedeutet zweiter Klasse, 16 Stunden Fahrt. Die Devise im Zug: Kräfte einteilen und sein Schicksal annehmen. Noch bietet die Strecke wenig Sehenswertes, noch hat die Diesellok wenig zu tun, aber das wird sich ändern. Kehren wir für einen Moment zurück an unseren Abfahrtsort, der es nicht verdient, dass wir ihn links liegen lassen. Los Mochis. Ein quirliger Handels- und Verkehrsknotenpunkt mit Universität und Tendenz zum Wachstum. Grundlage seines Wohlstandes ist das warme Klima und eine fruchtbare Umgebung. Südfrüchte und zartes Gemüse sind die Exportschlager der Region. Seit jeher wird Los Mochis dominiert von einer Zuckerraffinerie mit wechselnden Besitzern aus USA und Mexiko. Auf dem Gelände, eingezäunt,
Veteranen aus den Dampfzeiten des Zuckerrohrtransports. Gebaut vermutlich um 1920. Ein genauerer Blick wird der Kamera verwehrt. Umso mehr kann sie sich an den Schätzen satt sehen, die der Botanische Garten der Stadt zu bieten hat. Sein Gründer ist auch der Begründer der Zuckerindustrie in Los Mochis, Benjamin F. Johnston, der von seinen Reisen in alle Welt hunderte exotischer Bäume mitbrachte. Ein deutscher Freund sagte einmal, dieser Garten sei von Adel. Lange Zeit hat sich um ihn keiner gekümmert, dann wollte man ihn umgestalten und wir hätten ihn fast verloren. 1960 verkaufte die Familie Johnston den Park. Er verwahrloste und wurde schließlich zum Objekt wirtschaftlicher Interessen. Seit 14 Jahren kümmern sich Stadt und Staat um das öffentlich begehbare Kulturdenkmal. Vielen Besuchern wurde schon von Groß- und Urgroßeltern über den Garten erzählt. Jetzt lieben sie ihn auch. Geschichten aus dem Park wird es hoffentlich wieder neue geben. Am Teich bei den Namensgebern der Stadt, den kleinen Schildkröten Los Mochis, sind sie bestens aufgehoben. Chepe, übrigens die Anfangsbuchstaben von Chihuahua Pacifico, ist mittlerweile ein gutes Stück vorangekommen. Versorgungshalt nach knapp 2 Stunden Fahrt. Am Bahnsteig frisches Obst und Häppchen und viele Uniformierte. Man kann es nicht verschweigen, die Sierra Madre ist eine Region, die immer wieder durch Drogenbanden in die Schlagzeilen kommt. In Chepe ist das normal, weil wir durch solche Gebiete fahren. Die Züge werden durchsucht, damit keine Drogen in Richtung Grenze transportiert werden können oder Waffen. Hier geht es um die Sicherheit der Touristen und aller Fahrgäste. Es gelingt uns nicht, die schwer bewaffneten Sicherheitsleute im Zug zu filmen. Sie sind kamerascheu. Seit einem Zugüberfall vor vielen Jahren begleiten sie jede Fahrt. Für die einheimischen Passagiere eine Beruhigung, denn auf den günstigen Chepe ist man hier angewiesen. Er ist sehr wichtig für die Region, auch für uns. Wir müssen nach Barrancas de Urique und wir besitzen kein Auto. Also brauchen wir diesen Zug. Außerdem sind wir hier viel sicherer, weil es Wachleute gibt. Polizisten im Zug und in den Bahnhöfen, die beschützen uns. Einfahrt in den Bahnhof von El Fuerte. Nicht ganz 100 Kilometer Schiene liegen hinter uns, aber schon 3 Stunden Fahrt. Hier bleiben wir erstmal ein Weilchen. El Fuerte lohnt sich. Die Posada del Hidalgo wurde 1890 als Hacienda des Bürgermeisters gebaut. Das heutige Hotel beherbergt einen merkwürdigen Gast. In einem alten Teil des Hauses soll ein gewisser Diego de la Vega geboren worden sein. Er hat sich später in Kalifornien einen Namen gemacht und ist bis heute berühmt-berüchtigt. Es handelt sich um El Zorro, den Fuchs. El Zorro vive. El Zorro, el fantasma. Zorro lebt. Sein Gespenst, sein Geist ist hier immer präsent. Man kann ihn hören, man kann ihn fühlen, den Geist von Diego de la Vega, der in Kalifornien den Armen geholfen hat. So hält man Legenden am Leben und das Geschäft am Laufen. Etwas handfester ist die Burg der Spanier aus dem 17. Jahrhundert, die hoch über El Fuerte thront. Unten in der Stadt gibt man sich modern. El Fuerte ist in das staatliche Programa Pueblo Mágico aufgenommen. Seine Kolonialarchitektur steht unter Denkmalschutz, die Fassaden sind restauriert, der Strom größtenteils unterirdisch verlegt.
Nur 34 Orte in ganz Mexiko sind ausgewählt. Bedingung ist unter anderem eine kulturelle Besonderheit in der Umgebung. 5 Kilometer von Fuerte entfernt backt Señora Bartola Martinez Tortillas nach alter Sitte. Sie gehört zum Stamm der Yoreme, der indianischen Urbevölkerung von Sinaloa. Ihr Mann José, ihre beiden Brüder und ein Enkelsohn führen den Tanz des Wildes auf. Eine von den Ahnen überlieferte Geschichte. Der Tränke nicht vorsichtig genug, wird das Wild vom Speer des Jägers getroffen und stirbt. Der Bahnhof von El Fuerte liegt weit außerhalb der Stadt. Viele Reisende, die vom Westen her in die Sierra Madre wollen, bevorzugen diese Station als Ausgangspunkt ihrer Reise. Der Zug fährt hier fast 3 Stunden später ab als in Los Mochis. Außerdem ist El Fuerte doch mehr auf Touristen eingestellt als die Stadt mit den Schildkröten. 2 Loks ziehen heute den Zug. Am Haken die gelben Waggons des Primero, der ersten Klasse. An Bord einige Reisegruppen aus den USA. 9 straforganisierte Tage sind sie unterwegs. Mexiko-Exotik im Eiltempo. Nur der Zug bietet eine kleine Verschnaufpause. Wir fahren mit dem Zug, wo immer es geht. Wir lieben das. Man kommt so in ganz andere Gegenden. Von Dallas sind wir nach Phoenix geflogen. Und dann ging es mit dem Reisebus runter nach El Fuerte und dort in den Zug. Heute Nacht und morgen früh sind wir am Kupfer Canyon. Dann fahren wir zurück und genießen den Rest unserer Tour. Der Primero hat weniger Stops, bessere Polster und ein Bordrestaurant mit eigener Küche. Man bietet à la carte und für Reisegruppen Essen auf Wunsch. Die sagen uns, was sie speisen wollen, und wir kochen das. Heute wollten sie Weizentortillas gefüllt mit Huhn. Aber wir servieren auch Arracheras, Nachos, Hähnchenbrust als Cordon Bleu, Hamburger, Sandwich mit Huhn oder typisch mexikanische Enchiladas. Auch Salate gibt's. Wir haben vielerlei im Angebot. Natürlich sind die Gewürze den ausländischen Gaumen angepasst. Der Mexikaner mag es viel schärfer als die Gringos aus den USA oder die anderen Ausländer. Chili zum Beispiel, das ist Mexiko. Wir lieben es scharf und schmeckt das. Im Buffetwagen der 2. Klasse gibt's einen kleinen Imbiss oder Mitgebrachtes. Dazu eine kalte Cola. Auch so lässt sich die Reise überstehen. Die Passagiere im Economico sind bunt gemischt. Der größte Anteil besteht aus Bewohnern der Dörfer in der Sierra Madre, der dort weit verstreuten Ranchos oder der Indianergemeinden am Rande des berühmten Kupfercanyons. Auf Urlaubsreise sind hier nur die wenigen jungen Touristen im Zug, die Mexiko kennenlernen wollen. Beispielsweise eine Pariserin, die ihren mexikanischen Freund besucht. Wir machen Ferien. 10 Tage war ich schon in Mazatlán. Jetzt schauen wir uns mal den Norden an. Wir haben uns im Reiseführer und Internet informiert. Die Region scheint noch nicht so bekannt zu sein.
Die beiden Neuseeländer sind schon einige Wochen unterwegs. Ein gutes Land zum Reisen, im Vergleich auch zu anderswo. Vor unserer Abreise waren die Medien voll von Warnungen, wie gefährlich es wäre, Verbrechen und so. Wir haben noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es ist sicherer, als wir dachten. Es ist sicherer, als wir dachten, ja. Die Klasse Economica ist der beste Platz, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das findet auch ein junger Belgier. Ich bin für ein Jahr unterwegs, muss also auf meine Finanzen achten. Aber mir macht das Reisen in der zweiten Klasse auch mehr Spaß. Man begegnet so vielen interessanten Leuten und kann sich toll unterhalten. Die zweite Klasse ist, glaube ich, menschlicher als die erste. Die Eisenbahnlinie Chihuahua al Pacifico gilt als Meisterleistung der Ingenieurskunst. Das schwierige Terrain erforderte 37 Brücken und 86 Tunnel. Wenige Kilometer hinter El Fuerte führen die Gleise über die Brücke Agua Caliente. Sie ist mit 498,5 Metern die längste der sogenannten Q-Linie. Mexiko hat seinen Bahnlinien die Buchstaben des Alphabets gegeben. Von A bis Z ist alles vorhanden, nur sind einige Strecken längst abgebaut. Aus diesem Rinnsal, dem Fluss El Fuerte, wird in der Regenzeit ein reißender Strom. Agua Caliente bedeutet heißes Wasser. In Sichtweite der Brücke liegt eine Quelle vulkanischen Ursprungs, deren wohltuende Wirkung von den Anwohnern geschätzt wird. Wir baden hier jeden Tag, morgens und abends, auch wenn Sonntag ist. Das haben wir schon immer so gemacht. Wir baden gerne hier, auch wenn es warm ist. Der Fluss ist nämlich ziemlich kalt. Eigentlich weiß ich nicht, wie es funktioniert, aber wenn man müde ist, entspannt man hier und die Müdigkeit ist weg. Sagt es und taucht ab. Losgefahren sind wir in der Ebene, fast auf Höhe des Meeresspiegels. Mittlerweile schraubt sich der Zug immer weiter ins Gebirge hinein. Der Anstieg auf 2.500 Meter hinauf in die Sierra Madre hat begonnen. In einem alten Waggon der ehemaligen Staatsbahn treffen wir uns mit zwei Eisenbahningenieuren im Ruhestand, die bei dem waghalsigen Streckenbau dabei waren. Der eine als Tunnel, der andere als Brückenspezialist. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, so erzählen sie, wurden von beiden Seiten der geplanten Linie insgesamt fast 700 Kilometer fertiggestellt. Die mexikanische Revolution und die politischen Wirren danach brachten das Vorhaben zum Stillstand. Ab 1940 dann wagte man sich an den letzten, schwierigsten Abschnitt, das Gefälle von der Sierra Madre Richtung Meer. Er erforderte über 20 Jahre, wobei die bautechnischen Entwicklungen der Nachkriegszeit die komplizierte Trassenführung erst ermöglichten. Man sollte vielleicht erwähnen, dass damals beim Bau der Trasse Chihuahua al Pacifico erstmals Spannbeton verwendet wurde. Die großen, langen Brücken wurden alle mit Spannbeton gebaut und sie sind bis heute immer noch in einem sehr guten Zustand. In einem Büchlein sind die Ereignisse beim Bau dokumentiert. Auch das Problem beim Steilabhang vor der Ortschaft Temoris. Der
Damals wurde dem Bauleiter Francisco Mentogno, er war hier dann Bahnbetriebsleiter, von oberster Stelle übermittelt: Wenn ihr innerhalb einer Woche das Problem nicht gelöst habt, wie wir nach Temoris hinabkommen, dann wird das Budget für euch gestrichen und einem anderen Projekt gegeben. Damals wurde auch die Strecke Durango-Mazatlán gebaut. Sie haben Tag und Nacht daran gearbeitet und eine Lösung gefunden, die im In- und Ausland noch heute bewundert wird. Dieser Lösung widmen wir die nächsten Minuten. Allerdings fahren wir nicht hinab, sondern hinauf. Dabei geht es über eine wunderbare Brücke, drei Gleisniveaus und durch einen sehr langen Tunnel. Zunächst hält der Zug im Bahnhof von Temoris, einem kleinen Ort in der Schlucht des Flusses Septentrion, auf knapp 400 Meter Höhe. Wohin die vielen Menschen wohl verschwinden in dieser felsigen Gegend? Aber auch auf holprigen Wegen kommt man ans Ziel. Cepel setzt zum Aufstieg an. In 1,5 Stunden soll er auf 1600 Metern sein. In langen Serpentinen geht's bergauf, durch lange Tunnel. Ganz oben im Berg erwartet den Zug dann ein Kehrtunnel, in dem er 25 Höhenmeter auf einen Schlag bewältigt. Der Anstieg in Temoris zählt zu den 13 Naturwundern Mexikos. Hier trafen sich 1961 die Bautrupps der Staaten Sinaloa und Chihuahua, womit die Strecke Chihuahua al Pacifico nach 60 Jahren endlich vollendet war. Unsere beiden Herren Ingenieure sind unendlich stolz, daran mitgewirkt zu haben. Genau, unendlich stolz und auch glücklich darüber, bei der Chihuahua al Pacifico mitgearbeitet zu haben. Hier haben wir einen Großteil unseres Lebens verbracht, unseres aktiven Lebens, als wir jung waren, junge Musketiere, nicht etwa 20 Jahre später. Die Bahn wurde aus wirtschaftlichen Gründen für den Gütertransport gebaut, aber die Natur hat uns hier etwas Überraschendes geschenkt, nämlich die Schönheit dieser Strecke, die die Menschen aus aller Welt kennenlernen wollen. Und sie haben es mit möglich gemacht. Die Natur hat es ermöglicht. Das Dach der Sierra Madre ist eine schroffe, zerklüftete Landschaft. In ihre Täler und Schluchten sind einst die Rarámuri, eine ethnische Gruppe hier im Südwesten des Staates Chihuahua, vor den spanischen Eroberern geflüchtet, als diese sie zur Arbeit in den Silberminen der Region zwingen wollten. Der indianische Name Rarámuri wurde von den Spaniern in Tarahumara geändert. Und so wird das Gebiet, das der Zug momentan durchfährt, auch Sierra Tarahumara genannt. Die eindrucksvollste Station an der Bahnlinie liegt auf gut 2200 Metern Höhe und direkt am Rand der Sehenswürdigkeit, weswegen die meisten Touristen mit dem Jeep reisen. Die atemberaubende Landschaft des Kupfer Canyons, des größten Canyonsystems der Welt. Sein Name leitet sich ab von dem kupferfarbenen Felsgestein.
15 Minuten Aufenthalt hat der Zug in Divisadero. Zeit für die Köstlichkeiten der kleinen Garküchen, die direkt am Bahnsteig aufgebaut sind. Zwei bis drei Mal am Tag hält hier ein Chepe. In seinen Passagieren liegt die Hoffnung vieler in dieser recht kargen Region. Auch die der Raramuri-Frauen und Kinder. Für wenige Pesos verkaufen sie den Reisenden kunstvoll geflochtene Körbe aus Gras und Rinde und selbst gebastelten Schmuck. Die größte Attraktion aber auf Hälfte der Strecke zwischen Los Mochis und Chihuahua ist der Panoramablick in die Barrancas del Cobre. Fünfmal mehr als der Grand Canyon in Arizona, nämlich 25.000 Quadratkilometer, breitet sich die riesige Schlucht aus mit ihren verschiedenen Canyons. In den tiefsten, den Barranca de Urique, führt eine steinige Straße hinab. 2 Stunden dauert die Autofahrt. Meter weiter unten herrschen tropische Temperaturen. Rund 2000 Menschen leben hier. Seit 1995 gibt es Telefon, seit 2001 auch öffentlichen Strom. Urique ist eine Kreisstadt. Doch es geht gemächlich zu. Das Klima sorgt für paradiesische Ernten. Papayas und Mangos wachsen von allein. Es sind weit über 40 Grad, auch im Schatten. Wie hält man diese Hitze aus? Man hält es aus, aber es ist gefährlich, draußen rumzulaufen, weil die Sonne so stark ist. Man bekommt eine Art Fieber. Wenn sie dann untergeht, kann man wieder raus. Früh morgens und abends, wenn es dunkel wird. Man sollte warten, bis die Sonne weg ist. Ist denn bald Regenzeit? Ja. Anfang Juni. Juni, Juli sind die Monate. Ab dem 20. Juni regnet es. So lange können wir nicht warten. Oben geht's weiter. Auf der Diesellok. Der Lokführer ist momentan mit seinem wichtigsten Mann im Zug verbunden, dem Garrotero, dem technischen Aufpasser. 2 bis 3 Mal passiert es, dass dem Chepe auf seiner Fahrt ein Güterzug begegnet. Manchmal einer mit 60 Waggons. Der Garrotero hat dann die Aufgabe, genau zu beobachten, ob die Räder Funken schlagen. Was ein sicheres Zeichen dafür wäre, dass etwas nicht in Ordnung ist. Alles okay. Blinde Passagiere sind in Mexiko auf Güterzügen sowieso an der Tagesordnung. Auch unsere Reise kann weitergehen. Zu einer bahntechnischen Besonderheit. Wir kommen jetzt gleich zu einem Abschnitt, der El Lazo genannt wird. Damit die Strecke die richtige Neigung hat, musste sie aus topografischen Gründen wie ein Lasso gebaut werden. Das schauen wir uns mal von oben an. Es heißt, die Stelle sei eine Attraktion. Nicht nur für Eisenbahnfreunde. El Lazo führt durch ein schwieriges, hügeliges Gelände. 4 Erhebungen lagen dem Bautrupp damals im Weg. Es ist wie eine Schlucht. Wenn man zum Beispiel von Norden nach Süden will, fährt man Richtung Süden hinein, macht eine Drehung um 160 Grad und kommt dann wieder Richtung Süden heraus. Mit dieser 160-Grad-Schleife kann der Zug einige Höhenmeter bewältigen, je nachdem, woher er kommt, hinab oder hinauf.
Es gab einfach keine andere Möglichkeit, die Strecke zu bauen. Nur so können die vier Hügel umfahren werden. Etwas über 2300 Meter liegt die höchste Station des Chepe. Hier lohnt sich ein Zwischenstopp für mehrere Tage. Die ehemalige Holzfällerstadt Creel ist das wirtschaftliche Zentrum der Sierra Madre. Immer mehr gewinnt der Tourismus hier an Bedeutung. Hotels, Restaurants, Souvenirshops und Ausflugsagenturen schießen wie Pilze aus dem Boden. Creel profitiert von seiner landschaftlichen Lage und dem Image als bunte Indianerstadt. Denn in der Umgebung leben die Rarámuri. Tagsüber kommen sie in den Ort und bieten ihre Waren an. Wir haben das Glück, an der Plaza, direkt am Bahnhof, eine kleine Fiesta der indianischen Bevölkerung mitzuerleben. Rund 50.000 Rarámuri leben noch im Norden von Mexiko, in eigenen Gemeinden. Sie waren immer ein wehrhaftes Volk. Im Laufe der Geschichte kämpften sie gegen die spanischen Eroberer und Mexikaner, die sie zur Arbeit zwingen wollten, kämpften gegen den Missionseifer von Jesuiten und Franziskanern. Sie sollen die einzige indigene Gruppe sein, die nie unterworfen wurde und die sich nie mit anderen Kulturen vermischt hat. Die vermeintlichen Segnungen der modernen Welt sind an ihnen noch weitgehend spurlos vorübergegangen. Das Fest in Creel ist eine kleine Demonstration ihrer besonderen Gemeinschaft. Die meisten Rarámuri sind Bauern. Sie leben weit verstreut in den Tälern und Schluchten der Sierra Madre. In einfachen Hütten oder wie zu Urzeiten in den Höhlen des Vulkangesteins. Trotz ihrer Begegnung mit der Kultur des fortschrittlichen Mexiko halten sie mit aller Kraft an ihren Traditionen fest. Der Anbau von Mais und Bohnen ist mühsam. Der weltweite Klimawandel hat dem einst fruchtbaren Land die Kraft entzogen. Ein karger Boden, ein mageres Pferd, ein Holzpflug und viele hungrige Mäuler. Auch die Rarámuri-Familie wartet sehnsüchtig auf die Regenzeit. Der zunehmende Tourismus am Rande des Kupfercanyons birgt große Gefahren für die Urbevölkerung. In Creel wurde deshalb für sie ein Büro für Menschenrechte eingerichtet, für Unrechtsfälle und vor allem auch bei Landraub. Padre Javier, der weit über die Sierra hinaus bekannte Jesuitenpater, weiß genau, wo der Feind liegt. Immer wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen, versucht der große Fisch, den kleinen zu schlucken. Die indigenen Völker leben in Gebieten, die vom Kommerz sehr begehrt sind. Dort gibt es Minen, dort gibt es Wälder, Naturschönheiten, Gewässer. Dort gibt es zum Teil Regionen, in denen die Natur noch völlig unberührt ist. Und deswegen sind diese Gebiete sehr begehrt beim großen Kapital. Einer, der ähnlich denkt, aber den Tourismus auch braucht, ist ein junger Reitstallbesitzer in Creel. Er lebt hier seit 10 Jahren mit seiner Familie und bietet ökologische Touren in die Canyons und Umgebung. Norberto ist ein Befürworter des sanften Tourismus.
Er plädiert dafür, angemessen und behutsam mit dieser einmaligen Landschaft und ihren Menschen umzugehen, denn er liebt dieses Land. Was soll zum Beispiel ein Riesengolfplatz am Rande des Canyons für reiche Gringos und Mexikaner, wie ihn die Regierung neuerdings plant? Nun, diese Region liegt sehr isoliert. Man müsste sie ganz vorsichtig öffnen, mit Gefühl. Leider gibt es Leute, die alles für den Tourismus tun, ohne nachzudenken. Das wirkt sich dann aus, direkt und indirekt. Ich behaupte, auf eine physische Umweltverschmutzung in einer Region folgt auch bald eine soziale Umweltverschmutzung. Norberto zeigt uns, woran sein Herz hängt. Und er singt davon. Meine Gitarre erhebt ihre Stimme im erwachenden Morgen und singt ihre Freude über mein mexikanisches Land. Sie sollen sagen, ich schlafe, und mich hierher bringen, in mein geliebtes Mexiko, wenn ich in der Ferne sterbe. Mexico lindo y querido, si muero lejos de ti. Abfahrt vom höchsten Punkt der Reise, Creel. Ab jetzt führt die Strecke in sanften Schwüngen stetig bergab nach Chihuahua. Ankunftszeit in Chihuahua gegen 11 Uhr in der Nacht. Der besseren Sichtverhältnisse wegen greifen wir ein wenig vor. Mexikos Eisenbahn wurde 1995 privatisiert. Größte Betreiberfirma ist die Ferrocarril Mexicano, kurz genannt Ferromex. Sie betreut das nördliche Bahnnetz. Im Bahnbetriebswerk in Chihuahua entdecken wir drei alte Dieselloks aus den Anfangszeiten des JP. Sie sind jetzt zum Rangierdienst verdonnert und wir lernen eine junge Ingenieurin kennen, die als technische Leiterin hier im BW über alle Lokomotiven herrscht. Es ist ihr absoluter Traumberuf. Loks sind meine Leidenschaft. Ich finde sie toll. Es ist unbeschreiblich, vorne auf einer Lok zu fahren und den Wind zu spüren. Einfach sensationell. Schon in Deutschland gibt es nicht viele Frauen in solchen Bereichen. Wie verhalten sich denn dann die Kollegen im Macho-Land Mexiko? Ich würde sagen, gut. Abgelehnt haben sie mich nie. Im Gegenteil, sie mögen mich. Ich war die erste Frau in leitender Position bei den Bahnen Mexikos. Mittlerweile gibt es auch noch eine zweite. Das ist großartig. Arbeite mit Vorsicht. Deine Familie wartet auf dich. Das gilt für Mann und Frau. In jedem Beruf und überall auf der Welt. Chihuahua in Chihuahua liegt auf 1400 Metern und ist fast eine Millionenstadt. Im 18. Jahrhundert gegründet, ist sie reich geworden durch das Silber aus der nahen Sierra. Ein sichtbares Beispiel für frühen Wohlstand ist die Barockkathedrale an der Plaza de Armas. In Chihuahua wurden viele Kapitel der Geschichte Mexikos geschrieben. Die Stadt liebt Büsten und Statuen und vor allem ihren Pancho Villa. In diesem Dodge, der extra aus den USA hierher gebracht wurde, erzählt der Führer im Museum Francisco Villa, ist der General getötet worden. 9 Kugeln trafen das Auto, eine traf den Revolutionär in die Stirn. Die Täter waren vermutlich Schergen der damaligen Regierung. Über das Attentat vom 20. Juli 1923 sind die Mexikaner noch heute geschockt. Denn Pancho Villa, so sein Spitzname, ist ein Volksheld, der allen am Herzen liegt.
Das Museum, untergebracht in seiner ehemaligen Villa, bietet den Besuchern die Gelegenheit, einmal ganz nah bei ihrem Idol zu sein. An der Spitze der División del Norte, der größten Revolutionsarmee Mexikos, machte der Kommandeur im Kampf gegen Unterdrückung den Weg frei für die mexikanische Verfassung. Pancho Villa liebte Sättel in allen Varianten. Ein Sattelknauf wurde seinem eigenen Kopf nachgebildet. Im Museum haben die Fans sein markantestes Attribut abgegriffen. Man könnte sagen, der Bart ist ab. Mittlerweile ist es Abend geworden. Über der Ebene vor Chihuahua steht die Sonne schon sehr tief. Erstaunlich, wie vor allem die Kinder eine so lange Reise überstehen. Werden sie auch noch mit dem Chepe fahren können, wenn sie größer sind? Denn viel Geld ist mit ihm nicht zu machen. Los Mochis Chihuahua zweiter Klasse kostet 55 Euro. Beim Rabatt zahlen Bahn und Start noch mit. Hat dieser Zug eine Zukunft? Cuando las privatiza. Bei der Privatisierung stellte die Regierung der Firma Ferromex die Bedingung, dass der Personenzug erhalten bleiben muss. Die Sierra Tarahumara ist ein so raues Gebirge mit so schlechten Verkehrswegen, dass die Ferromex die Verpflichtung hat, diesen Personenzug weiter zu betreiben. Ein vielversprechendes Statement. Wir aus Chihuahua sind stolz darauf, aus Chihuahua zu sein und den einzigen Personenzug Mexikos zu haben. Wir sind stolz darauf, der Welt ein so schönes Zugspektakel bieten zu können. Wir lieben ihn und fördern ihn und fahren mit ihm, so oft wir können.